Das Tierheim Nürnberg gleicht zurzeit einer Intensivstation. 31 kranke und völlig entkräftete Welpen werden hier ärztlich versorgt. Die Hundebabys wurden erst kürzlich bei Grenzkontrollen in Deutschland beschlagnahmt. Insgesamt stellte der Zoll 215 Tiere sicher, ungeimpft, überzüchtet und zum Teil erst 3 bis 4 Wochen alt. Sie sind Opfer der Welpenmafia. In Nürnberg haben die Welpen vorläufig ein neues Zuhause gefunden. Hier bekommen sie einen warmen Schlafplatz, artgerechte Nahrung und jede Menge Platz zum Spielen. Doch für 49 der 215 Tiere kommt die Hilfe zu spät. Sie haben den Überlebenskampf verloren. Fast alle der beschlagnahmten Welpen leiden an der gefährlichen Infektionskrankheit Parvovirose, einige an Staupe. Schon jetzt kostet die Versorgung der viel zu jungen, ungeimpften Tiere rund 150.000 Euro. Und ein Ende der Hundemafia-Machenschaften ist nicht in Sicht. Zu groß ist die Nachfrage nach billigen Rassehunden.